Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Oh, ich spiele Ghost, Alter. Yeah, wie geil. Ghost, Alter. Yeah, yeah, yeah. Ghost for the win. Ninexo, Ghost for win, ey. Agent, was geht ab, Mann? Hau rein. Libanon Elite, Power for win, ey. So, wir spielen heute mal live und blind suchen und wie heißt das? Habe ich denn da irgendwas gelesen? Suchen und retten? Nee, warte. Wir spielen mal Team Deathmatch. Wir werden heute mal einfach mal reingehen, mal ein bisschen reinschingeln und dann mal wieder rausgehen und mal gucken, wie der Modus denn so ist. Grafik. Oh, ich bin so gespannt, Leute, wie die Grafik ist. Blind. Wow, shit. Oh, geil. Guckt euch das mal an hier. Oh, das ist so Indianermäßig so. Wer jetzt sagt, dass Ghost scheiße ist, der soll sich am besten in eine Besenkammer verkriechen, wo sich Boris Becker verkrochen hat. Und ein Kind zeugen, weil das ist geil, das Spiel. Und wenn euch der Mehrspieler-Modus nicht gefällt, dann könnt ihr immer noch den Singleplayer spielen. Da werde ich nämlich auch schön Let's Playen. Habe ich nämlich schon hier vor der Verpackung geguckt. So, Leute des guten Geschmackes. Und zwar, Call of Duty Ghost hat bei mir nur 25 Megabyte verschluckt, obwohl alle gesagt haben, es würde 6 Gigabyte schlucken oder sowas. Boah, geil! Dann legen wir mal los, okay, das muss hier nochmal ein bisschen überpatcht werden. Das ist natürlich ganz normal, wenn ein Spiel rauskommt. Da haben sich auch sehr viele Leute beschwert, die Grafik hätte sich verschlechtert. Das ist nicht richtig. Das hier ist alles der Anfangsmodus. Es ist draußen gekommen, es ist ganz frisch draußen. Und klar, dass die Grafik dann natürlich am Anfang noch ein bisschen scheiße ist. Das wird alles gepatcht werden, auch wenn die Leute das nicht glauben wollen. Oh! Geil, ey! Kann die Nase machen hier. Waffe ist cool. Waffe ist echt geil. Und ich kann mich auf den Boden legen, oder? Ja, funktioniert alles. Verbündete Satcom aktiv. Oh Gott. Hallo, wo sind die Gegner? Mal gucken, wie ich mich feuer, wenn ich jetzt gleich einen abknalle. Ein Bild von... Oh Gott. Was ist das? Die Titanic? Hallo. Hallo. Keiner da? Mist, ey. YouTube Gamescom wieder gar nicht richtig angezeigt hier. Hör mal, war da Commander Krieger in der Lobby? Nee. Dachte grad. Weil einmal vorhin bin ich nämlich auf White Boy 7th Street gestoßen. Vielleicht sagt euch der Name was. Hallo? Jetzt mal ernsthaft. Ist hier jemand da? Hoch, Leute. Hallo. Oh, moin, moin, ich bin's, der Florian. Ich hab für euch ein kleines Geschenk hier. Wo sind die Leute? Komm schon, zeigt euch. Alter, die Map ist ja riesig. Okay, ich bin jetzt ein bisschen überwältigt von der Größe. Die Map hat echt in sich, Leute. Los! Sichert die Front! Sichert die Front! Sichert die Front! 150 Punkte! Fernkämpfer! Ich bin wieder im Geschäft! Yeah! Wow. Okay, Leute. Das waren die ersten Einblicke von dem Team Deathmatch-Modus. Klar, das ist natürlich, ich bin jetzt ganz neu in diesem Spiel, die Spielmechanik ist für mich ganz neu. Hab das Spiel jetzt erst gezockt und die anderen hatten alle schon Level 15 und so. Dennoch möchten wir mal den Hardcore-Modus spielen. Ja. Oder warte, ein Standard. Und zwar infiziert. Ausgeschaltete werden infiziert, infizieren sie alle oder überleben sie, um einen, ja, zu gewinnen. Das werden wir jetzt mal spielen. Ja, da bin ich. Moin, moin. Völlig unscheinbar. Dead Mau, ja? Ja. Haben wir denn da noch alles? Viele Leute. Und jetzt gucke ich mal, solange das Spiel jetzt noch andauert, zählen wir mal. Jetzt zählt ihr alle mit, Leute. 1, der Ghost spielt. 2, die Ghost spielen. 3, die Ghost spielen. 3 Leute, das ist doch Hammer, oder? Und hier ist einer im PlayStation Store. Was bedeutet das? Genau!
der lädt sich bestimmt Ghost runter. Wenn das so ist, dann schreibt das mal in die Kommentare. Das kann man so wissen. Hey, was geht ab, Fabio? Infiziert kenne ich noch aus Modern Warfare 3, wo ein Virus nach unten kommt irgendwie. Man infiziert sich und dann muss man den anderen infizieren. Hauen wir mal rein in die Tasten. Ja. Ruhe. In Suchen und Retten können Sie Marken bergen, damit Verbündete einsteigen können und dem Feind den Einstieg verwehren. Ja, Alter, geil! Call of Duty Ghost, Alter. Hammergeiles Spiel. Ich gebe jetzt schon eine Bewertung ab. Dem Spiel gebe ich locker 90 Punkte von 100. Es ist das zweitbeste Spiel, finde ich jetzt. Platz Number One bleibt GTA 5. Müsst ihr verstehen. Infiziert. Was ist denn das für eine Waffe? Sieht aus wie ein Dildo. Killerbranke. Ein paar Leute kenne ich hier. Bleibt irgendwie am Leben. Ein paar Leute kenne ich hier. Infizierungscountdown. Jetzt ist natürlich noch alles harmlos. 6, 5, 4, 3, 2. Jetzt kommt gleich das Virus. Duyu Deluxe ist der erste Infizierte. Herzlichen Glückwunsch, Schaffel. Du musst uns jetzt töten. Oh! Alter, ich habe auch die Nob-Waffe. Mama, ich habe Angst. Wo ist die Waffe? Wo ist der Typ? Der war doch gerade noch hier. Boah, dass ich jetzt verkrochen. Hallo. Richtig große Map, finde ich. Also, das ist ja echt mal Hammer. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel so findet. Und ja, das würde mich einfach auf jeden Fall mal interessieren. Es gibt auf jeden Fall eine neue Runde Infiziert. In der nächsten Runde bleibt auf jeden Fall gespannt, weil dann heißt es Call of Duty Ghost Time mit YouTube Gamescom und hat natürlich auch bessere Skills und Kills. Ciao, Leute. Haut rein. Und bleibt fit im Schritt.